Hallo zusammen, hier ist wieder euer Alex und herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode unserer Jungjäger-Serie. Worum geht es heute? Um ein vernachlässigtes Thema, wenn man das mal so beschreiben darf. Denn es geht heute nicht um eine Waffe oder eine Optik, sondern um die Verbindung zwischen Waffe und Optik, der Montage. Viele sparen nämlich leider genau hier an der falschen Stelle. Sie haben eine teure Waffe, eine teure Optik und greifen dann auf das Billigste zurück, was man meistens dann im Internet finden kann, um diese beiden Bauteile miteinander zu verbinden. In den letzten Jahren hat sich auch einiges getan, was Montagen angeht. Vor mir habt ihr bzw. seht ihr einen Standard-Drilling, den kennt ihr ja bestimmt noch aus eurer Jägerausbildung. Und ihr seht auch hier eine Montageart, die wirklich mittlerweile zum alten Eisen gehört, die Sula Einhakmontage. Es gibt mittlerweile viel bessere und viel modernere Methoden oder Montagen, um eine brauchbare, sichere Verbindung von Optik und Waffe herzustellen. Und ein paar davon zeige ich euch jetzt. Neben mir seht ihr jetzt zwei Vertreter der sogenannten Schwenkmontagen. Links haben wir eine Rusa-Montage, rechts haben wir eine MAK-Montage. Vom Prinzip her funktionieren sie gleich, auch wenn sie ein bisschen unterschiedlich aussehen. Ich mache es mal kurz bei der Rusan vor. Ich löse hier diesen kleinen Hebel, kann dann das Zielfernrohr entnehmen, kann es aber auch dann entsprechend einfach wieder einhängen. Funktioniert hier genauso. Hier löse ich dann hinten das Rad und kann dann dieses GPO-Glas ganz einfach ausschwenken. Das ist eine einfache und sichere Montageart. Wenn wir davon sprechen, was ist denn jetzt überhaupt Stand der Technik oder was ist momentan in oder modern bei der Jägerschaft oder auch gerade bei Jungjägern? Nun, da lässt sich eigentlich fast nur eins sagen, die Picatinny-Schiene. Interessanterweise gibt es sie noch gar nicht so lang. Gerade erst mal seit etwas mehr als 25 Jahren existiert diese Art der Montage bzw. diese Art der Schiene. Sie hat sich aber dahingehend schon durchgesetzt, dass mittlerweile viele Hersteller, wie jetzt hier, man sieht es hier bei einer Jäger Hedel 10, viele Hersteller schon von Hause aus eine Picatinny-Schiene mitliefern, weil ihr habt dann eine große Möglichkeit und es ist auch einfacher, die Sache zu montieren. Jetzt macht man hier noch passende Ringe drauf, beziehungsweise natürlich die Optik mit den Ringen und schon seid ihr startklar. Bei einer Sula Einhakmontage, ich nehme sie immer wieder gerne als Beispiel, wäre das nicht so einfach möglich. Was uns viele Jungjäger auch immer fragen ist, welche Montage soll ich mir denn kaufen? Was ist die richtige? Nun, diese Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, sondern muss noch in zwei Teile zerlegt werden. Erstmal, wenn ihr eine passende Waffe im passenden Kaliber gefunden habt, braucht ihr auch eine passende Montage dafür. Denn nicht alle Waffen sind genormt, um jede Montage aufzunehmen. Schönes Beispiel hier, wir haben hier eine Picatinny-Schiene. Die ist aber für eine Browning X-Bolt. Man sieht es schon an den Löchern. Die ist eben dafür ausgelegt, um eben auf eine Browning X-Bolt zu passen. Auf eine Steyr würde sie nicht passen. Sprich, ihr müsst eine passende Montage für eure Waffe finden. Was nun Hersteller angeht, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, man sollte da nicht am falschen Ende sparen, sondern auf Qualität setzen. Firmen wie MAK, EAW, Dentler oder Rusan stellen hochwertige Montagen her, auf die ihr euch in jedem Fall verlassen könnt. Ich nehme immer wieder gerne dieses Beispiel hier. Wir bieten ein Package an, von ein Steyr-Package mit einem Schalldämpfer vorne drauf. Wir packen hier ein GPO Spectra oben drauf und verbinden es mit einer MAK-Schwenkmontage. Das passt, das sitzt und ist ein qualitativ hochwertiges Package, das in fast jedes Budget passt. Deswegen, ich sage es gerne nochmal, spart nicht am falschen Ende. Ihr braucht eine passende Montage und vor allem setzt auf Qualität. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr unterschiedliche Arten an Montagen, Einhakmontagen, Aufkippmontagen. Das Wichtigste ist aber in jedem Fall, ihr müsst gucken auf eurer Waffe, was kann ich da überhaupt an Montagen verwenden.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in die große Welt der verschiedenen Montagen. Es gibt noch viel, viel mehr Sorten und Arten. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Sula Einhackmontage wirklich nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Das hier, so wie es vor mir ist, in dieser Konfiguration habe ich selbst auch eine Waffe. Sprich, ich habe auch eine Monoblock hier mit Picatinny-Schiene und eine Montage von MAK. Das sitzt, das ist richtig gut. Und wie gesagt, das ist einfach auch Qualität, die überzeugt. Man hat Variabilität. Und deswegen, das ist momentan Stand der Technik. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiter treu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Alex und viel Weidmannsheil.